Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing von einer ganz tollen Box für dich, denn es ist eine Foodbox. Ich habe hier die Degusta-Box in der April-Edition für euch. Und wenn ihr Bock drauf habt, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das mit dem Essen und Trinken meine ich übrigens so, wie ich es sage, weil ich werde euch höchstwahrscheinlich ein Voressen. Und ja, weil ich probiere schon ganz gerne die Produkte, die sich hier in der Box befinden. 10 bis 15 Produkte sind hier nämlich drin enthalten. Die kostet 15,99 € pro Box, erscheint monatlich. Ihr könnt mit meinem Code, den ich hier mal einblende, ein bisschen was sparen. Verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox und ich kriege die in PR zugeschickt. Das heißt, ich kann sie hier auspacken, mit euch zusammen testen und probieren. Ich kann aber auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was ihr dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne da einfach mal vorbei. Und ja, ich habe Hunger. Also das ist... ja, geil. Wie gesagt, 10 bis 15 Produkte, ne? Mega. Mach Mama glücklich. Ich bin so hungrig, es ist 9:30 Uhr, nein, es ist 7:45 Uhr, okay, abends. Und ich habe richtig Hunger, obwohl wir heute richtig lecker gegessen haben. Aber hier haben wir immer den Blick in die Box. Es ist immer schön prall gefüllt, aber gut geschützt meistens. So, jetzt knicke ich das mal um, sonst wird mir das auf den Sack gehen. Hier haben wir erstmal so einen Flyer drin. Deine ersten beiden Blumenboxen für je nur 14 Euro. Aha, Degusta 50, Freddy's Flowers. Sagt mir so nichts. Ich weiß, dass Franka von Frankas Favorites, sie hat ja auch so ein Blumenabo. Ich muss echt mal gucken, ob ich da vielleicht mal Bock drauf habe. Ich finde das nämlich total schön, jetzt nicht unbedingt hier im Hintergrund, sondern halt bei mir in der Wohnung. Ne? Da hole ich mir auch gerne mal Tulpen oder sowas, dass man sich einfach sowas mal anschaut. Und ich glühe schon richtig, oh mein Gott. ja, das ist die April-Box und... hier sehen wir dann einmal die ganzen Produkte aufgeführt. Hier hinten haben wir dann meistens so... Zubereitungstipps und Infos, hey, wenn du möchtest, du kannst auch noch mehr sparen und so, du kriegst eine Gratisbox und bla und keine Ahnung, wenn du Fragebögen beantwortest, kannst du halt entsprechend Gratisboxen kriegen, finde ich ganz nice. Ja, Produkte in der Box, lege ich mir hier hin, falls ich nicht weiß, was ich da vor mir habe. Seko Kaltstellen ist auch irgendwie kochen, das ist eine Karte, die wird demnächst einer von euch bekommen, weil die kann man beschreiben. Also wenn man quasi, also wenn ich eine Verlosungsbox selber packe, dann schreibe ich auch immer eine Karte mit dabei. Ja, die wird es dann auch dazu geben. So, hier haben wir etwas drin, was mir bekannt vorkommt. Das hatten wir doch letztens. Hatten wir das in der Coldbox mit drin? Kommt mir sehr bekannt vor. Das ist Sunquicks Wassereis 10-mal. Das ist Cola. Wir hatten die Variante mit Kakao. Kakaogeschmack, Schokogeschmack, die ist nicht so gut angekommen. Die haben wir zum Apfelstrudel gegessen, die hat sehr wässrig geschmeckt. Und jetzt setze ich sehr, sehr viel Hoffnung in das Wassereis. Frischer Cola-Geschmack ohne Konservierungsstoffe, das ist doch schon mal nice, ne? Ja, 10 Stück davon und das ist so eine geile Dreiecksform. Das habe ich letztes Mal auch so gefeiert. Also von der Form her fand ich das total faszinierend, um das mal so zu sagen. Kommt dann gleich bei uns in die Tiefkühltruhe und dann kann man das düsse Tage, nächste Woche soll ja schön werden, genießen. Genau. Das ist ganz witzig. Ich finde es nur super umständlich, das da rauszukriegen. Aber gut. Ne, das ist jeder so, wie er meint. Ich bin halt sehr tollpatschig und nicht so geschickt. Okay. Dann habe ich hier etwas drin, was ich sehr wahrscheinlich probieren kann, oder? Ich habe Hunger. Brand. Saaten Crisp. Sonnenblumenkerne und Chia sind hier drin. Proteinquelle. Proteine hauen sie jetzt ja gerade alle einen raus, ne? Weil die Leute jetzt ja auch ein bisschen Sport machen, weil sie zu Hause sind und nichts zu tun haben. Ich auch. Knusprig geröstete Saatenscheiben. Mhm. Okay, Brand kennt man ja eigentlich so als Zwiebackmarke. Sind aber ganz schön groß, Leute. Ja gut, das kann man sich vielleicht so zum Frühstück einfach mal gönnen. Mal gucken. Oh. Ich mag das richtig gerne. Ein gesundes Frühstück. Vielleicht machst du dir da einfach ein bisschen Marmelade noch mit drauf. 1A. Lecker. Als nächstes haben wir hier drin Milford kühl und lecker. Passt. Hatte ich letztes Jahr auch schon welche getrunken. Eistee Zitrone ist hier die Variante. Das machst du dir einfach mit kaltem Wasser. Das ist total super.
mache ich mir immer in so einen großen, eine große Karaffe und dann einfach ein paar Teebeutel rein und dann kannst du es genießen. Das finde ich total schön, mit kaltem Wasser aufgießen. Ne? Du kannst dir sogar einen ganz normalen Tee auch einfach in eine kalte Wasserkaraffe machen. Ne? Das muss, also das hat mich dazu animiert, darüber nachzudenken, dass man das durchaus auch mit einem ganz normalen Rooibos-Tee oder so machen könnte. Aber wenn das so Rooibos-Vanille ist, dann ist er nicht unbedingt so fruchtig und dann nicht so erfrischend. Also sowas macht dann eher Sinn von den Sorten her. Ich mochte das gerne. Und das wird dann jetzt, ja, schwarzer Tee mit Zitronenaroma, ist dann erfrischend und auch ein bisschen belebend durch den schwarzen Tee. Doch, das finde ich cool. Wird auf jeden Fall getrunken werden. Dann habe ich hier noch etwas drin von Nature Valley, Soft Baked Protein Oats and Honey. Mhm. Das sind so Riegel. Wollen wir mal angucken. Mal gucken. Ja, wie gesagt, ne, diese Proteingeschichte, das schreiben wir jetzt überall mit drauf. Im Prinzip war es damals auch immer schon drin. Jetzt seien wir mal ehrlich, es ist Eiweiß. Eiweiß hast du auch in Eiern und in allen Produkten, wo Ei drin ist. Also ja, das hier sind halt solche abgepackten Viecher. Fühlt sich aber weich an, also Softbaked steht hier auch drauf. So ein Teigling, so sieht das aus, ne? Bisschen wie so ein Softbröt, was man aus Holland auch kennt. Den Honig, den schmeckst du. Das ist lecker. Boah. Mhm. Also für meine nächsten Frühstücke ist hier definitiv gesorgt, ne? Das ist cool. Ich weiß nicht, vielleicht denken die auch so ein bisschen dran, ne? Keine Ahnung. Homeoffice, man braucht mal eben schnell was. Ist immer so zwischen Tür und Angel unterwegs. Das gefällt mir. Ja, das hat mir jetzt auch gefehlt. Ich brauche was zum Trinken, Leute. Mhm. Granini Sensation, Vanilla Passion, Mango, Maracuja, Vanille. Mmh. Sieht gut aus, ne? Ist ein Liter. Ne, schütteln muss es nicht. Kannst du einfach so trinken. Ich mag gerne Mango. Und mit Vanille wird das wahrscheinlich alles, also Mango, Maracuja, ne? Das ist ja meistens irgendwie zusammen. Und mit Vanille wird es dann vielleicht noch ein bisschen süßer, wobei ich jetzt ja gerade, ich habe einen sehr süßen Geschmack im Mund. Oh, das ist lecker. Das ist so. Mm. Das schmeckt wie so Lero-Eis. Mm. Ich weiß, dass das heute sehr schnell leer gehen wird, weil mein Freund auch auf sowas steht. Ne? Mega geil. Das gefällt mir. Mhm. Hier steht auch immer drauf, dass man die Box am besten teilen soll. Ja, mein Freund freut sich auch. Ja, ja, wir teilen auch. Natürlich. Wir haben hier von Pringles die Sizzlin Spicy Barbecue Flavored Chips. Das schreit den Namen von meinem Freund, ne? Mhm. Ich bin kein Fan von Barbecue Chips, aber ich probiere jetzt mal einen davon. Pringles mag ich auch. Mag ich ganz gerne tatsächlich. Ich glaube, Pringles werden aus Kartoffelbrei hergestellt und nicht aus Kartoffelscheiben, ne? Das ist irgendwie der Unterschied und irgendwie auch von der Herstellung gebacken und nicht frittiert oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. So sieht das auf jeden Fall aus, der Chip. Es ist ein Pringles Chip. Mhm. Schon ein bisschen scharf. Boah, der wird das lieben, Leute. Mhm. Ich glaube, damit mache ich ihn sehr glücklich. Ich sollte ihm nur was überlassen, ne? Mhm. Ja. Aber wenn ich so viel davon esse, dann kriege ich immer diesen Geschmack hinten im Hals. Und von diesem Barbecue, dieses ganz Merkwürdige, das mag ich nicht so gerne. Ne? Muss man Fan von sein. Ist was für meinen Freund. Mhm. Auch das finde ich sehr praktisch. Ich habe es die letzten paar Monate immer mal wieder gesagt, wenn ich dann halt auch so Fixtüten in der Hand hatte. So, oh nee, ne, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Eine Suppe, okay, muss nur Wasser zugießen und dann läuft das. Aber wenn ich da jetzt noch für einkaufen gehen muss, habe ich keinen Bock drauf. Aber ja, jetzt haben wir in der letzten Zeit halt auch so komplett Fertiggerichte drin, was ich persönlich aber gut finde. Für mal eben zwischendurch, Leute. Ich feiere das hart. Von Miracoli, Basilikumpasta pronto, in Tomatensoße geschwenkt, perfekt in 90 Sekunden. Das ist geil. Das ist für mich halt auch eine Portion. 200 Gramm sind hier insgesamt enthalten, ne? Wenn ich einfach mal keinen Bock zum Kochen hatte oder mal ein schnelles Abendessen oder sowas.
da kommt das auf jeden Fall ins Spiel. Das finde ich nett und das finde ich cool. Und das ist scheinbar neu, denn da steht neu dran. Und die Degusta-Box enthält auch immer Produkte, sowohl richtige Basic-Produkte als auch so neue Produkte, die du so gar nicht wahrnimmst vielleicht, ne? Denn ich weiß nicht, wie viele Aufsteller es mittlerweile für neue Produkte in Supermärkten gibt. Finde ich immer ein bisschen überfordernd für mich. Ich kaufe mir dann meistens eher so die Produkte, die ich mir immer kaufe und dann wird es immer langweilig. Aber so haben wir jetzt schon sehr, sehr viel dieses Mal drin, was neu ist oder als neu deklariert worden ist. Und das gefällt mir. Das finde ich, also das, da habe ich Bock drauf. Ja, mein Freund hat jetzt eben eine Pizza in den Ofen geschoben. Hätte das mal sein lassen. Wir haben doch hier was drin. Egal, wir hatten Hunger. So, jetzt kommen wir zu so in Glas eingepackten Geschichten. Was ist das? Turm, Milchpause, Eiskaffee-Geschmack. Das ist was für meinen Freund. Ich bin jetzt kein Fan von Eiskaffee, weil er trinkt sowas ganz gerne. Und er trinkt auch gerne so einen Kakao, so Fertig-Kakao und so ein Kram. Das lasse ich auch zu, das gebe ich ihm für morgen mit. Denn morgen hat er einen Bürotag, dann kann er das da trinken. Ich glaube, das findet er ganz geil. 1,5% Fett im Milchanteil, ja gut. Ne? Also bei ihm gut auf. Das ist eine vollkommen krasse Box für meinen Freund. Also, ja gut, aber auch ein bisschen Claudi-Kram, ne? Diese Snackbrotviecher ist was für mich. So, auf sowas stehe ich. Gut, das hier ist jetzt was, wo wir wahrscheinlich beide nicht so unbedingt drauf abfahren werden, aber was so geil aussieht. Oh. Nee. Ist das schön. Habe ich noch nie gesehen. Allure Premium Seco Diamond Edition. Scheiß die Wand an. Ist das eine schöne Flasche. Wir trinken keinen Alkohol, ne? Und für Sekt hat man jetzt auch nicht so unbedingt den Moment. Aber ich habe bald Geburtstag. Vielleicht gönne ich uns dann einfach mal so eine wunderschöne Flasche Sekt. Boah, ist das schön. Was kostet sowas? 4,99 € kostet der nur. Ich habe den noch nie gesehen. Wenn ich den so im Laden stehen sehen würde, ne? Mit diesen Diamantengefiechen da. Da würde ich sagen, boah, 10 € kostet die Flasche sicher, ne? Das meine ich. Du gehst dran vorbei. Du guckst sie halt gar nicht so genau an. Ich feiere die Flasche gerade. Hammermäßig schön. Echt krass. Okay. Dann gucken wir jetzt mal weiter. Hier haben wir von Loka Classic Zitrone. Ja gut, das ist eher so was Erfrischendes. Rezeptur mehr als gut. Neue Rezeptur mehr als gut. Mit Zitronenöl, ohne Gentechnik, ohne Zusatz von Farbstoffen. Ja, das sind solche Waffeln. Die feiere ich persönlich jetzt nicht so ultra hart, muss ich gestehen. Und das ist auch eher was für, wenn es mal ein bisschen kühler ist. Deswegen lasse ich die jetzt wahrscheinlich auch einfach mal zu, weil sonst trocknen die mir aus. Wenn es draußen ein bisschen wärmer wird, dann mag ich sowas wohl essen, ne? Weil das nicht so satt macht, nicht so intensiv ist. Und dann hat das dieses Sanfte von der Zitrone. Die Zitronenwaffeln, die bewahre ich mir auf. Die mache ich jetzt noch nicht auf. Weil ich habe jetzt ja schon einiges geöffnet. Das reicht dann auch. Ich habe Schokolade gesehen, das reicht nicht. Und ich habe Fritt gesehen. Okay, wir haben hier noch was drin. Ja gut, das ist dann für die Frau ist die große Flasche Sekt und für den Mann ist dann das Beck's Unfiltered Naturtrübes Pilz. Das ist ja geil. Das ist ja schön. Ich meine, du siehst es auch, hinten setzt sich ein bisschen was ab, aber es ist halt naturtrüb, da muss es halt ein bisschen rollen vorher, ne? Das ist abgesetzt, dass sich dann mehr verteilt. Aber das finde ich nice. Ist auch schön vom Etikett her, ne? Das ist so retromäßig, das mag ich gerne. Auch wenn wir, wie gesagt, kein Alkohol trinken. Aber vielleicht muss man sich auch mal eingönnen, ne? Ab und an darf das auch mal sein. So, die Frau hat einen Schutz. Zwei Produkte habe ich hier noch drin, die nehme ich mir hier mal beide hin. Ich sagte, wir haben hier Fritt drin, ne? Ich liebe Fritt. Wow, ist Fritt ein Kau. Das ist für morgen. Das gebe ich mir morgen definitiv. Ja, mit Vitamin C, yay. Das ist nach wie vor eine Süßigkeit, Leute. Scheint mit Grapefruit zu sein. Das finde ich schon geil, ne? Oh, ich liebe Fritt. Und dann esse ich die ganze Packung und dann wird mir schlecht. Aber es ist geil. Das war es dann echt wert. Oder ist das Blutorange, ne? Nee, Great Grapefruit steht hier drauf. Oh, morgen. Okay, und dann habe ich hier noch Reese's. Die finde ich geil. Die hatte ich auch schon mal irgendwo. Ich glaube, die habe ich mir mal beim Action gekauft. Zwei Peanut Butter Cups und die sind wirklich geil. Und ich glaube, das ist sogar das Produkt des Monats. Ja, mega geil. Also, ich liebe Erdnussbutter. Man muss sowas mögen, ne? Sonst ist es ein bisschen schwierig, weil die Konsistenz von Erdnussbutter ist halt eine ganz spezielle. Aber es sieht halt auch so hübsch aus, in so kleinen Cupcakes. Und dann ist es mit Schoki überzogen. Ist schon nice. Oh, es ist schon hübsch. Und dann kann man da so reinbeißen. Oh. Na, ist hier die Erdnussbutter.
Arbeit habe ich auch Erdnussbutter, so einen ganzen Pott stehen. Und Knäcke für mein Frühstück. Leute, das war eine coole Box. Also hier ist nichts drin, wo ich sage, bäh, muss ich sagen. Manche Sachen, die ich halt für meinen Freund eher nehme, die ich aber trotzdem selber essen oder trinken würde. Ne? Manche Sachen, die ich eher für einen anderen Zeitraum nehmen würde, wenn es vielleicht ein bisschen wärmer draußen ist. Aber ich finde die Box lecker und ich werde alles davon aufbrauchen. Das finde ich halt so geil, dass du in der Degusta-Box halt so eine Vielfalt von Produkten hast zu einem guten Preis. Also der Wert der Box ist höher als das, was wir dafür bezahlen. Da piept gerade die Pizza, ne? Und deswegen, also ich kann es wirklich wärmsten Herzens empfehlen. Guckt in die Infobox, da habe ich euch den Link auch nochmal reingepackt. Und ja, ihr Lieben, das war's jetzt auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ich gebe auf jeden Fall die Degusta-Box einen dicken Daumen nach oben. Ich finde diese Kooperation echt wundervoll. Food-Kooperationen sind echt fantastisch, Leute. Ich sage euch das. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!